like a loop machine. Like a loop machine. Drei Wochen nach der letzten Veranstaltung im österreichischen Ried im Innkreis versammelt sich an diesem Wochenende die internationale Motocross-Elite einmal mehr im schwäbischen Eichwald. Inmitten malerischer Landschaftskulisse bietet der Motorsportclub Eiserne Hand e.V. seit Jahrzehnten der Motocross-begeisterten Gemeinde einen würdigen Rahmen für die Rennen des ADAC MX Masters. Die Naturstrecke in den Horben bietet den Fahrern und Zuschauern auf 1755 Metern viele Sprünge, schnelle Teile und spannende Buckelpisten. Als besonderes Goodie für die Zuschauer hier in Eichwald ist dieses Wochenende auch der WM-Fahrer Maximilian Nagel anwesend. Nagel kann dieses Jahr kaum Termine in den Masters wahrnehmen, aber das ADAC MX Masters Wochenende in Eichwald ist für Nagel und seine Fans doch immer etwas Besonderes. Nach seiner Verletzung wieder topfit, freut sich Maximilian auf Eichwald. Ja, ich freue mich erstmal bei den Masters wieder dabei zu sein. Es ist mein erstes Rennen dieses Jahr. Eichwald bin ich natürlich im Club, ist natürlich noch viel besser. Ich hoffe, dass das Wetter einigermaßen mitspielt, dass auch viele Leute kommen, weil die Kulisse in Eichwald ist immer traumhaft zum Fahren. Und auch die Strecke ist wieder super vorbereitet und ich freue mich einfach. Du hast ja hier besonders viele Fans. Bemerkt man die überhaupt während des Rennens? Nee, das kriegt man auf jeden Fall mit, dass die Leute an der Strecke stehen. Vor allem, es kommt auf die Strecken, zum Beispiel wie jetzt in Teutschenthal oder hier in Eichwald, sind die Fans sehr nah an der Strecke. Und da kriegst du natürlich jeden Einzelnen, fahre ich mal, fast mit. Und das macht natürlich richtig Spaß dann. Und das spornt natürlich einen an, um noch mehr zum Geben, sag ich mal. Du warst ja lange verletzt. Was bedeutet das für deine WM-Saison? Und was ist dein Ziel hier in Eichwald? Also eine Weltmeisterschaft, von der Meisterschaft her allgemein ist es ja schon relativ viel gelaufen, weil ich ja natürlich 5 Rennen gefehlt habe durch die Verletzung. Aber trotzdem habe ich nur die Möglichkeit, vor bis auf den 5. Platz zu kommen. Das ist natürlich das Ziel. Ich werde jetzt Rennen für Rennen sehen und versuchen, bestmögliche Punkte zu holen. Und fürs Wochenende in Eichwald, klar, möchte ich auf Sieg fahren. Das ist natürlich ganz klar mein Ziel. Es ist ein starkes Fahrerfeld, sind viele Fahrer aus der Weltmeisterschaft mit dabei dieses Mal. Also es wird auf jeden Fall kein einfaches Rennen. Und weil wir Max sowieso schon vor der Kamera haben, fährt er für uns die Strecke mit einer Brust- und einer Helmkamera. Damit sind wir ganz nah dran. We'll be right back.
Nun gehen wir doch gleich mitten ins Geschehen. Nach einigen kurzen Schauern ist es pünktlich zu den Qualifyings am Samstagnachmittag trocken und nicht zu warm. Nach der Hitzeschlacht in Ried eine wesentlich erträglichere Situation für die Piloten. Doch leider bleibt das Wetter nicht stabil. Immer wieder sorgen Schauer für eine eher unerwünschte Erfrischung der Piloten und der Zuschauer. Im Zeittraining der Piloten im ADAC MX Junior Cup liegt der Finne Kim Savaste nach Fürstlich Trainer und Ried im Innkreis auch in Eichwald mit seiner Speed die Latte sehr hoch und darf sich am Sonntag den Platz am Startgatter als Erster heraussuchen. Der Chemnitzer Jeremy Südo und der Schweizer Maurice Chanton sind Nummer 2 und 3 in der Startaufstellung. Bereits in Ried sind die beiden schnellsten im Qualifying des ADAC MX Youngster Cup der Litauer Armenias Jasikonis und der Niederländer Calvin Flanderen. Der Däne Thomas Kjær Olsen geht als drittschnellster Fahrer in die Rennen am Sonntag. Qualifying des ADAC MX Masters holt sich souverän Maximilian Nagel die Pole Position. Peter Smitka belegt den zweiten Platz, der Italiener David Filippaz Rang 3. Üblich beginnt der Rennsonntag mit dem ersten Rennen im ADAC MX Junior Cup. 40 Fahrer im Alter zwischen 10 und 15 Jahren versammeln sich im Startgatter. Der Däne Mikkel Harup holt sich den Holeshot, gefolgt vom Deutschen Jeremy Südo. Der Finne Kim Savaste, der Trainingsschnellste, kommt nicht ganz optimal aus dem Startgatter, liegt aber bereits nach der zweiten Runde auf Platz 4. Mikkel Harup setzt sich anfangs Runde für Runde vom Feld ab. Die schnellsten Zeiten fährt jedoch Kim Savaste, der mit viel Druck nach vorne will. Und so holt sich der Finne in 6 Runden Jeremy Südo, hat aber über 8 Sekunden Rückstand zum führenden Mikkel Harup. Doch Savaste hat noch Reserven. Er dreht auf und kommt noch auf 1,4 Sekunden an den führenden Harup heran. So endet der erste Lauf im ADAC MX Junior Cup mit einem Start-Ziel-Sieg des Dänen Mikkel Harup. Auf Platz 2 und 3 liegen Kim Savaste und Jeremy Südo. Im zweiten Lauf des Junior Cups setzt sich von Anfang an der Finne Kim Savaste an die Spitze des Feldes. Nach der ersten Runde hat Savaste bereits über 4,5 Sekunden Vorsprung und baut diesen konsequent aus. Auf Rang 2 liegt nach den ersten Minuten des Rennens der Schweizer Maurice Chanton. Ihm folgt der Slowene Josef Posluch. Der Deutsche Jeremy Südo, der im ersten Lauf auf dem zweiten Platz lag, liegt nun auf dem fünften Rang. Mikkel Harup, der Sieger des ersten Laufs, muss sich von Platz 8 nach vorne arbeiten und er macht dies sehr gut. Zum Ende des Rennens liegt er auf Position 3. Kim Savaste fährt ein einsames Rennen, mit Rundenzeiten, die teilweise mehr als 2,5 Sekunden schneller sind als die der anderen Piloten, setzt er sich mit mehr als 38 Sekunden vom Verfolgerfeld ab. So gewinnt der Finne Kim Savaste souverän den zweiten Lauf im ADAC MX Junior Cup vor dem Schweizer Maurice Chanton und dem Dänen Mikkel Harup. Für die Tageswertung im ADAC Junior Cup heißt dies: Tagessieger im ADAC Junior Cup wird mit 47 Punkten der Finne Kim Savaste, gefolgt vom Dänen Mikkel Harup mit 45 Punkten und dem Schweizer Maurice Chanton mit 38 Punkten. Wir sind hier in Eichwald und ich hatte ein gutes Rennen. Im ersten Rennen habe ich einen schlechten Start erwischt und war nur in den Top 10. Ich musste mich auf den dritten Platz vorkämpfen und brauchte dann eine Weile, um den zweiten zu machen. In einer Kurve habe ich mich dann verschalten und dadurch 7 Sekunden verloren. So wurde ich nur Zweiter.
Im zweiten Lauf hatte ich dann einen guten Start und konnte das Rennen mit einem Vorsprung von 30 Sekunden gewinnen. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Ergebnis. Die Meisterschaft läuft gerade nicht so gut, da ich in Ried ein schlechtes Rennen hatte und einige Punkte verloren habe. Ich muss jetzt versuchen, die nächsten Rennen zu gewinnen, um mir die Meisterschaft zu sichern. Vielen Dank. Für die Meisterschaft bedeutet dieses Ergebnis, der Däne Mikkel Harup führt mit 136 Punkten vor dem Finnen Kim Sabaste, der 125 Zähler auf dem Konto hat. Neuer Dritter der Meisterschaft ist nach Eichwald der junge Deutsche Jeremy Südo mit 94 Punkten. Pünktlich um 13 Uhr beginnt das erste Rennen im ADAC MX Youngster Cup in Eichwald. Nach der Einführungsrunde sortieren sich die 40 Piloten in der Startanlage. Der Deutsche Henry Jacobi hat den besten Start und gewinnt den Holdshot. Obwohl der Niederländer Calvin Flandrin sofort angreift, kann Jacobi die Führungsposition halten. In der dritten Runde hat Flandrin dann einen kurzen Steher und Stefan Büttner übernimmt die zweite Position hinter Jacobi. Doch nicht lange, bereits eine halbe Runde später hat Flandrin den zweiten Rang zurückerobert. Der Abstand zum Führenden ist allerdings auf über 5 Sekunden angewachsen. Doch Flandrin gibt nicht auf. Mit richtig schnellen Rundenzeiten arbeitet er sich immer näher an die Nummer 1 heran. Auf Rang 3 gibt es in Runde 5 einen Wechsel. Der Däne Thomas Kjær Olsen geht an Stefan Büttner vorbei, ebenso der Tscheche Václav Kova. Doch in der 8. Runde ist Schluss für Calvin Flandrin. Mit technischen Problemen muss er aufgeben. Damit fährt Henry Jacobi unbehelligt das Rennen zu Ende und gewinnt den ersten Lauf im ADAC Youngster Cup in Eichwald souverän vor dem Dänen Thomas Kjær Olsen und dem Tschechen Václav Kova. Im zweiten Lauf bestätigt Henry Jacobi seine gute Form. Er kommt wieder perfekt aus dem Startgatter und kann sich sofort an die Spitze des Feldes setzen. Vor George Kabal, Mika Korpalak und Václav Kova. Der Niederländer Calvin Flandrin wird in der ersten Kurve in einen Sturz verwickelt und nimmt das Rennen von ganz hinten wieder auf. Ab der dritten Runde gerät Jacobi an der Spitze kräftig unter Druck. Der Rumäne George Kabal hängt ihm am Hinterrad. Doch Jacobi bleibt standhaft. Währenddessen arbeitet sich der Tscheche Václav Kova auf die dritte Position vor. Doch der Abstand zu Kabal beträgt nach der fünften Runde aber rund 5 Sekunden. In Runde 8 fällt George Kabal nach einem Sturz aus. Seinen zweiten Rang nimmt nun der Tscheche Václav Kova ein. Auf dem dritten Rang liegt der Deutsche Mika Korpalak. Dahinter Thomas Kjær Olsen. Kjær Olsen kann sich kurz vor Ende noch auf den dritten Platz schieben und dabei bleibt es dann auch. Henry Jacobi fährt seinen zweiten Sieg in Eichwald ein, Václav Kova wird Zweiter und der dritte Platz auf dem Podest geht an Thomas Kjær Olsen. Tagessieger im ADAC MX Youngster Cup wird mit glatten 50 Punkten der Deutsche Henry Jacobi. Punktgleich mit je 42 Punkten liegen auf den Positionen 2 und 3 der Tscheche Václav Kova und der Däne Thomas Kjær Olsen. Ja, also mein Wochenende begann eigentlich durchwachsen. Ich konnte eigentlich, weil am Samstag sind nur die Zeiten gefragt und im Zeittraining bin ich gar nicht so stark. Und ja, deswegen musste ich mich mit meinem vierten Platz in meiner Gruppe begnügen. Aber ich wusste, dass meine Starts gut sind und ja, Sonntag habe ich dann zweimal den Holdshot eigentlich gekriegt, ja. War eigentlich richtig gut und konnte das Feld dann von vorne kontrollieren und habe immer zugelegt, wenn jemand von hinten kam und das war eigentlich relativ gut und sozusagen das Erfolgsrezept für dieses Wochenende. Beim ersten Lauf der ADAC MX Masters in Eichwald holt sich der Deutsche Dennis Ulrich den Holdshot. Hinter ihm direkt Maximilian Nagel und David Philipp Harz. Noch in der ersten Runde gehen beide an Ulrich vorbei.
Das Trio an der Spitze setzt sich langsam aber sicher vom Feld ab. Auf den vorderen Positionen tut sich im Laufe des Rennens nichts mehr. So gewinnt nach 30 Minuten und 2 Runden Maximilian Nagel mit einem Vorsprung von fast 13 Sekunden überragend den ersten Lauf des ADAC MX Masters in Eichwald. Auf Rang 2 liegt der Italiener David Filippaz. Auf 3 mit knapp 2 Sekunden Rückstand auf Filippaz der junge Deutsche Dennis Ulrich. Im zweiten Lauf holt sich Dennis Ulrich wieder den Hole Shot. Hinter ihm David Filippaz, der Weltmeister von 2008. 5 Runden kann Dennis Ulrich Position 1 halten. Dann geht Filippaz an Ulrich vorbei und Nagel gleich hinterher. Es ist also nur eine Frage der Zeit, wann Max Nagel die Spitzenposition erreicht. Filippaz wehrt sich mit aller Kraft, doch in der 8. Runde gibt er sich den Angriffen von Nagel geschlagen. Ab jetzt liegt Max Nagel wie im ersten Lauf auf Position 1. Er schafft in weniger als 2 Runden einen Abstand von fast 4 Sekunden zwischen sich und seinem Verfolger, dem Italiener Filippaz. Maximilian gewinnt mit einem Vorsprung von über 18 Sekunden auch den zweiten Lauf des ADAC MX Masters in Eichwald. Zweiter und Dritter werden wie im ersten Lauf der Italiener David Filippaz und der Deutsche Dennis Ulrich. Ja, ich hatte ein super Wochenende in Eichwald. Wir haben heute richtig Glück gehabt mit dem Wetter, weil eigentlich war Regen vorhergesagt und das ganze Tag trocken blieben, was natürlich auch für die Fans alles super war. Erstlauf habe ich super Start gehabt, konnte das Rennen eigentlich von Anfang an vorne kontrollieren und meinen Rhythmus fahren. Habe eigentlich nur nach Rundenzeiten geschaut, dass ich einen guten Speed habe und konnte den ersten Lauf gewinnen. Habe dann ein paar Magenprobleme gehabt und war eigentlich gar nicht sicher, ob ich einen zweiten Lauf fahren kann, aber das ist dann zum Glück besser geworden. Zweiten Lauf war Start wieder gut, habe dann in den ersten 2 Kurven 2 Fehler gemacht. Da ist dann Dennis Ulrich und David Filippaz an mir vorbeigefahren. War dann ein super Dreikampf zwischen uns und das hat natürlich erstens für uns Fahrer richtig Spaß gemacht und für die Fans natürlich auch, weil es war richtig super Racing, was wir denen zeigen konnten durch den Dreikampf. Und in die letzten Viertelstunde so konnte ich die Führung wieder übernehmen und heimfahren ins Ziel und beide Läufe gewinnen. Das war ein super Tag für mich. In der Meisterschaft übernimmt damit Dennis Ulrich mit 118 Punkten die Führung. Pascal Rauchenecker fällt auf den 2. Platz zurück. Er hat nun 104 Punkte. Markus Schiffer liegt mit 103 Zählern auf dem 3. Rang. Am 19. und 20. Juli treffen wir uns dann auf der anspruchsvollen Sandstrecke hoch im Norden in Tensfeld wieder. Bis dahin, einen schönen Sommer!